neidische Menschen hier. Aber du wirst sehen, Schnarke, danke schön, mein Schatz. Ich schwör's dir, ich bin alles mein Top-Supporter. Ich habe alles dir zu verdanken, mein Top-Supporter. Hallo Coach, oh, ja, hey. Mach mal den Mund auf, ja. Und dann noch angeschnappt, Mann. Die ist so schön, wenn du auf die Internetseite gehst. Das ist einfach Entspannung. Hast du die selber erstellt oder hast du irgendwie ein Team? Nein, ich habe ein Team. Okay. Ja, das ist heftig. Also, ich wollte die ganze Zeit ein bisschen Fett abnehmen. Ich habe das geschafft. Ja, ich habe jetzt so meine Traumfigur erreicht. Und es ist sehr schwer, Sally. Du weißt, wie schwer das ist, ne, abzunehmen. Ja. Ja, zunehmen ist einfach. Mhm. Aber abnehmen, wir reden über Geld hier nicht. Für alle, die Quatschfragen stellen. Also tippen, Sandy, du auch. Tippen. Mhm. Yusuf, vielen Dank. Steve, explosiv, Dankeschön, ja. Nimmst du noch wen hoch? Ich nehme alle auf TikTok hoch. Also mein Grüntee, den haben wird, ich schwöre es euch, ich habe da Jahre für gebraucht. Guck mal, das sind die vier Sorten, ja. Und eine Sorte muss weg. Eine Sorte muss weg und ich muss wirklich heulen. Guck mal, ich frag dich, Sally, oder? Mhm. Ich frag dich. Ich habe einmal eine Sorte, die ist anders. Die ist anders, die ist so ein bisschen, also eine Teesorte will ich rauchig haben. Die ist richtig rauchig, das schmeckt, als wenn es am Kamin gestanden wäre, ja? Ja. Sie ist richtig rauchig und ich liebe sie. Oder sagst du, lieber nicht rauchig? Doch, schon. Ja. Ich dachte, wenn man so gemütlich zu Hause sich einkuschelt, okay, dann tue ich die hier weg. Und ich finde das so geil, die Blätter sind geil, als hättest du eine Zigarre zerkleinert. Ich wusste nicht, dass es so ein Grüntee gibt. Richtig rauchig, richtig rauchig. Guck mal, das ist der Tee, normal, ne? Mhm. Guck mal, du siehst, der ist grün, ne? Ja. Der ist grün, grüne Stängel. Und derselbe Tee ist aber geräuchert. Ja, mit einem bestimmten Holz. Und guck mal, wie der jetzt aussieht. Schön. Rauchig ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ah, okay. Wow, also ich finde so abends zum Einkuscheln sehr, sehr heftig. Und er hat so einen ganz kleinen rauchigen Ton. Okay, dann machen wir das weg. Dann machen wir das ganz rauchig weg. Ja, darfst du trinken. Trink, hier. Ja, darf ich auch riechen? Ja, darf ich. Das bleibt alles ein Geheimnis, ja. Also, macht ein Abonnement. Und hast du die neuen Sticker gesehen? Ja, die Sticker sind geil. Wenn ihr Abonnenten seid, dann dürft ihr die Sticker auch reinballern. Unten links. Was kostet ein Abonnement? Kann das jemand mal sagen? Ich kann gucken, warte. Ja, klick mal drauf. Warum hast du mich gestern blockiert auf Instagram? 11 Euro. Ich blockiere alle, die Quatsch schreiben, ja. Entweder machen wir zusammen ein Geschäft oder können wir vergessen, ja? 11 Euro, ja. Okay, ist das viel? Nathalie, alles auf Instagram bitte, ja? Wie alt bist du, was machst du, welche Schuhsohle trägst du, wenn du den Berg runterrutschst mit Schnee? Alles bitte auf Instagram, ja, das ist totaler Quatsch. Klar ist das viel, wenn auch Abo für 3,99 machen kann, ist schon heftig. 11 Euro im Monat ist viel. Arschloch. Ah, okay, das ist gut. Dann haben wir keine Spinner bei uns in der Familie. Aber warte mal. Die Barkey-Sticker sind weg und Rick and Morty-Sticker sind weg. Ja, weg damit. Jetzt haben wir geilere Sticker, ja? Ja, die Top-Supporter. Jetzt haben wir Granatäpfel. Und ich halt die Klappe mal alle über seine Ohren gepackt, Alter. Nein, leider nicht. Genau, das ist halt. Pups, Alter, da muss ich reinkramen. Ja, du süß. Bam. Ich will kein Pups sein. Du musst aber einen Pups. Oh, so, kriege ich einen Löffel so raus? Nein, das ist ein Messer. Das sind diese Becherdinger. Untersetzer. Die deutsche Sprache ist so schwer, wenn das kann. So. Also, ich wollte Honig haben, aber mein Stativ steht auf der Honigflasche. Scheiße. Egal. Mein Tee wird um die 30 Euro kosten oder ein bisschen teurer. Ja. Ich mach kurz stumm, bin gleich wieder da. Also, wir. Es sind
Bestimmte Leser, tschüss.